Herzlich willkommen. Ich bin's, Theo Leo. Bevor es losgeht, singen wir erstmal zusammen. Macht alle mit. Liebe Kinder, tanzt mit mir. Beide Hände reichen wir. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Wollen uns begrüßen froh. Liebe Kinder, das geht so. Winken hin, winken her. Mit den Händen ist nicht schwer. Winken hin, winken her. Mit den Händen ist nicht schwer. Hallo! Schön, dass ihr heute bei unserem Theo Leo Entdeckerkurs mit dabei seid. Ich bin Lea und das hier, das ist mein Freund Theo Leo. Da wir ja momentan leider keine Kurse anbieten können, beziehungsweise ihr nicht zu uns kommen könnt, dachten wir kommen einfach bei euch vorbei, direkt in euer Wohnzimmer oder von wo auch immer ihr uns gerade zuschaut. Mit im Gepäck haben wir jede Folge viele schöne Ideen zum Singen, Basteln, Spielen, Experimentieren und vieles mehr aus unserer kosten- und werbefreien Theo Leo App. Für unsere heutige Kurseinheit zum Thema Ich und meine Gefühle benötigt ihr ein paar Sachen. Und zwar einen Teller, einen spitzen Bleistift, einen Filzstift oder Textilmarker, einen Kleber, Gummiband, eine Schere, ein bisschen bunten Karton oder Bastelpapier, wie hier, ein paar auf einem Spaziergang gesammelte Steine und ein kleines Säckchen. Pausiert an dieser Stelle gerne das Video, schnappt euch die Sachen und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Bist du bereit, Theo? Ich glaube schon. So. Es soll ja heute um die Gefühlswelt gehen. Und da dachten wir, wir basteln mit euch ein Gefühlsbarometer. Weil oftmals sind es ja gerade die negativen Gefühle, die wir als besonders anstrengend oder nervig oder unangenehm erleben. Und vielleicht erkennt ihr Kinder das ja auch, dass ihr euch denkt, was ist das für ein komisches Gefühl? Und dann fragt ihr jemanden oder einen Erwachsenen und die antworten dann mit, ist doch nicht so schlimm, ist doch alles gut. Und vielleicht ist aber nicht alles gut und ihr würdet gerne darüber sprechen. Und um die Kommunikation zu erleichtern, ist da eben so ein Gefühlsbarometer eine ganz feine Sache. Ich habe hier euch schon mal eins vorbereitet, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das am Ende aussehen kann. Da ist hier so ein kleiner Pfeil. Und mit dem könnt ihr euer jeweiliges Gefühl darstellen. Dazu brauchen wir jetzt als erstes den Teller. Und zwar schnappt ihr euch ein buntes Papier eurer Lieblingsfarbe oder einer Farbe, die ihr gerade zu Hause habt. Bei mir ist das jetzt hier gerade ein graues Papier. Und dann nehmt ihr euch euren Bleistift, legt den Teller auf das bunte Papier und fahrt einmal außen rum. So. Das können gerne die Kinder auch selbst machen. Wenn ihr schon ein großes Kind zu Hause habt, könnt ihr das dann alleine ausschneiden und sonst hilft euch vielleicht die Mama oder der Papa. Schneidet dann mit der Schere den Kreis aus, den ihr vorgezeichnet habt. Das muss auch gar nicht perfekt sein. Und stecht dann mit eurem gut gespitzten Bleistift ein Loch in die Mitte des Kreises. Ungefähr so. Genau. Als nächstes schneidet ihr dann aus einer anderen Farbe einen Pfeil aus. Das habe ich schon mal vorbereitet vorhin. Genauso wie beim Kreis stecht ihr auch in den Pfeil ein kleines Loch. Vorsichtig, dass ihr euch nicht in die Finger piekst.
Und dann brauchen wir auch schon unser Gummiband. Ich habe dafür einfach einen Haushaltsgummi in zwei, oder einfach in der Mitte durchgeschnitten, so ist besser gesagt. Ihr könnt aber auch extra so Bastelgummi verwenden, wenn ihr das zu Hause habt, oder auch eine kleine Schnur. Das ist ganz egal, das funktioniert auf verschiedenen Wege. Stecht dann, oder schiebt dann besser gesagt, den Gummi durch den Pfeil. Ich muss dafür mein Loch noch ein bisschen größer machen. Schiebt dann den Gummi durch den Pfeil, genau so. Und als nächstes durch das Loch des Kreises. Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen zu klein. So, genau. Und knote dann auf beiden Seiten den Pfeil fest. Wichtig ist, dass beide Knoten auf der Rück- und Vorderseite möglichst eng am Pfeil bzw. dem Kreis anliegen, damit der Pfeil nicht so doll rumschlackert. Wenn das nicht hält, könnt ihr auch gerne auf der Rückseite noch ein kleines Stück Tesa aufkleben. So, genau. Die Vorderseite könnt ihr dann noch mal ein bisschen zurechtschneiden. Und schon steht euer Grundgerüst für euer Gefühlsbarometer. Als nächstes schneidet ihr aus vielen bunten Farben, ich habe hier zum Beispiel gelb, grün und blau, kleine Kreise aus. Als Vorlage dafür kann zum Beispiel ein runder Tesafilm dienen oder ein kleines Gewürzgläschen oder auch die Form von so einem Gummiband, was ihr halt zu Hause habt. Schneidet das aus. Und dann könnt ihr euch auch schon überlegen, welche Gefühle es denn so gibt. Was kennt ihr denn für Gefühle, ihr Kinder? Und wie stellt man sie dar? Ich male jetzt hier mal zum Beispiel ein lachendes Gesicht drauf, weil wenn ich glücklich bin, dann schaue ich ungefähr so. So, und das seht ihr dann hier. Klebt dann die verschiedenen Gefühle wie eine Uhr außenrum an den Rand. Und dann kann es auch eigentlich schon losgehen. Euer fertiges Gefühlsbarometer, ich wechsle jetzt mal wieder auf meine vorgefertigte Form, könnt ihr dann an die Zimmertür, an die Kinderzimmertür beispielsweise kleben. Und ihr Kinder könnt euch dann überlegen, wie ihr euch an manchen Tagen fühlt und das mit dem Pfeil einstellen. Ich fühle mich beispielsweise gerade sehr glücklich. Gerade zeigt der Pfeil auf ein glückliches, zufrieden lachendes Gesicht. Als nächstes habe ich ein Gesicht aufgeklebt, das Unwohlsein ausdrückt. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Vielleicht habt ihr ja manchmal Bauchweh und dann sieht euer Gesicht so aus. Oder ihr habt euch geärgert und seid im Streit mit Freunden auseinandergegangen. Dann fühlt ihr euch vielleicht auch unwohl. Das nächste Gesicht lacht glücklich und froh. Vielleicht, weil heute euer Geburtstag ist. Ein anderes Gesicht schaut ganz müde drein. Gerade am Abend fühle ich mich oft so. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Als nächstes sehen wir ein ganz wütend dreinschauendes Gesicht. So oder so ähnlich könnte das auch bei euch ausschauen. Danach kommt ein trauriger blauer Kreis. Gerade ihr Kinder kennt auch vielleicht schon Trauer. In verschiedenen Phasen, dann müsst ihr weinen. Vielleicht sieht euer Gesicht dann so aus. Und das sind nur ein paar der vielen tausende Gefühle, die wir Menschen und ihr Kinder, gerade ihr Kinder vielleicht auch kennt. Eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Schaut einfach, wie euer Gesicht aussieht, wie man ein Gefühl darstellen kann und malt es auf eure Kreise. Besprecht mit euren Eltern davor, was genau das Gefühl ausmacht und was ihr dann in solchen Momenten braucht, wenn ihr zum Beispiel gerade traurig seid. Das kann die Kommunikation erleichtern. So, ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen und das hat euch schon mal Spaß gemacht. Als nächstes würden Theo, Leo und ich gerne mit euch singen. Und dabei ist es ganz egal, ob ihr laut oder leise singt, ob schief oder schön. Ihr werdet merken, bei mir ist das vielleicht auch manchmal ein bisschen wackelig. Wichtig ist, dass ihr Spaß habt. Das Lied, wenn du glücklich bist, benennt ganz viele verschiedene Gefühle und wie sich diese äußern.
Wenn der eine oder die andere von euch das Lied sogar kennt, könnt ihr gleich mit einsteigen. Ansonsten findet ihr den Text auch in unserer App. Los geht's, Theo! Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Zeig mir, wenn du glücklich bist, wie dir so zumute ist. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. Zeig mir, wenn du wütend bist, wie dir so zumute ist. Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. Wenn du mich gerne hast, dann gib mir einen Kuss. Wenn du mich gerne hast, dann gib mir einen Kuss. Zeig mir, wenn du glücklich bist, wie dir so zumute ist. Wenn du mich gerne hast, dann gib mir einen Kuss. Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. Zeig mir, wenn du traurig bist, wie dir so zumute ist. Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. Wenn du glücklich bist, dann rufe laut Hurra, Hurra! Wenn du glücklich bist, dann rufe laut Hurra, Hurra! Zeig mir, wenn du glücklich bist, wie dir so zumute ist. Wenn du glücklich bist, dann rufe laut Hurra, Hurra! Ihr könnt euch auch noch zu den verschiedenen Strophen andere Gefühle ausdenken und euch überlegen, wie sich diese körperlich äußern. Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Abschließend möchten Theo und ich euch gerne noch das Abendritual Mein Schatz vorstellen. Das findet ihr auch in unserer App unter der Themenwelt Ich und meine Gefühle. Rituale sind eine ganz schöne Möglichkeit, um den Tag ausklingen zu lassen, ein bisschen runterzufahren und sich auf das Schöne und Gute zu besinnen. Vielleicht habt ihr im Lauf des Tages bei einem Spaziergang ein paar schöne Steine gesammelt. Die könnt ihr abends hernehmen, um euch darüber im Klaren zu werden, was denn Schönes passiert ist. Was war denn euer Lieblingsmoment an diesem Tag? Vielleicht gab es was Leckeres zu essen oder ihr habt im Kindergarten oder in der Kita ein neues Spiel entdeckt oder habt euch mit Freunden getroffen. Überlegt mit euren Eltern, was euch an diesem Tag besonders glücklich gemacht hat und nehmt für jede schöne Erinnerung einen Stein zur Hand. Dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr dieses Gefühl, diese glückliche Erinnerung darstellt und könnt das auf den Stein malen. Mich hat zum Beispiel heute glücklich gemacht, dass die Sonne geschienen hat. Dann male ich mir eine kleine Sonne auf diesen Stein. So. Genau. Und diese guten Erinnerungen könnt ihr dann in einem kleinen Säckchen sammeln, wie diesen hier. Alternativ geht auch eine Socke, wenn ihr gerade nichts anderes zur Hand habt. Und am Ende der Woche könnt ihr zählen, wie viele schöne und gute Erinnerungen ihr aus dieser Woche gesammelt habt oder mit ins Wochenende nehmt. Vielleicht erweckt dann allein schon die Erinnerung gute Gefühle in euch. So, das war's auch schon für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Hattet eine gute Zeit. Alle Anleitungen findet ihr auch noch einmal, wie schon gesagt, in unserer kosten- und werbefreien Theo-Leo-App. Und dann hoffen wir, dass wir euch beim nächsten Mal wieder bei unseren Videos begrüßen dürfen. Macht's gut, bis bald, tschüss! Das war's auch schon. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Große Leute, kleine Leute, dicke Leute, dünne Leute, alle Leute gehen jetzt nach Haus. Sagen auf Wiedersehen, denn es war wirklich schön. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Viele andere tolle Ideen findet ihr in meiner kostenlosen App. Probiert's doch mal aus!